Wie also lautet die Zauberformel, die symbolische Zauberformel, den Tod aufzuheben und ungeschehen zu machen und zu verhindern? Die eine Form wurde gerade genannt, das ist, sich in Rotationsschwingung zu versetzen und damit die Rotationswirkungen des Lebendigen selbst aufzuheben, sprich im Strom mitzuschwimmen, die metonyme Ersetzungsreihe der Körper in der Fortsetzung ihrer Ewigkeitskette zu bedienen, sodass man sagen kann, hier brauche ich nicht weiter über Bedeutung und Sinn und Zweck und Ziel des Seins nachzudenken. Denn hier ist ja das sichtbare Produktergebnis, das die Ewigkeit fortsetzen wird. In dieser Form, auf die alles dasjenige hinausläuft, das von dieser unmöglichen Undenkbarkeit zeugt und lediglich die Akzentuierungsbeschleunigung für diesen Aktionismus befördern, beschleunigen soll, nämlich die Rotationswirkungen des Dao nicht nur als einfache Ersetzung von Umformatierung, Ersetzung des Alten durch neu aufgefrischtes, sondern jene beschleunigte, immer sensationell mehr angepeitschte, angetriebene Neutransformierungsaufgabe zu erfüllen. Punkt, Punkt, Punkt. Reicht auch so, einfach die Sonne zu filmen. Diese glühende Orange, die sich heute ein saturnisches Stirnband aufgesetzt hatte, das es nun gleich als Halstuch verwenden wird. Um dann in purer Nacktheit und dennoch noch erblickbar, nicht vollständig blendend, sich zeigt am Amaterasu den Namen der Sonnengöttin, der Sumerer, habe ich jetzt immer noch nicht wiedergefunden im Kopf. So, jetzt steht die Sonne, nachdem sie aufgegangen ist, genau über dem Bergesgipfel und ist also schon weiter im Norden aufgegangen. Die ganze Strecke bis zur, wenn man die Strecke nimmt vom ersten Aufgangspunkt um Weihnachten, jetzt bis Januar, dann hat das einen Monat gedauert. Verlängert man das, ein Finger, zwei Finger, drei Finger, vier Finger, fünf Finger, sechs Finger, ja, sieben, acht Verlängerungen, dauert es schon, bis es dann am Ende den Wendepunkt im Hochsommer wieder über dem Haus gibt. Ist doch eine ganz schöne Strecke.